Kennen Sie die Situation, dass eine Person ein Störmanöver verfolgt? Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, dann kennen Sie die Vorgehensweise, wie ich mit Herausforderungen in Projekten umgehe, bevor Eskalationen passieren. Und natürlich wissen Sie dann auch, was ich meinem Coaching-Kunden empfohlen habe, um mit dem Störmanöver im Projekt zurechtzukommen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Das Störmanöver oder persönliche Gründe. Die Ausgangssituation. Ein Projektleiter, Coachingkunde von mir, wurde beauftragt, ein Softwareprojekt in einem großen Unternehmen durchzuführen. Die Idee war, in einem Bereich die Lösung einzuführen und wenn andere Bereiche diese Lösung auch wollen, konnten sie diese auch kaufen. Und genau dafür gab es ein Teilprojekt, das heißt, neben der technischen Umsetzung gab es ein eigenes Teilprojekt, welches sich um einen Rahmenvertrag gekümmert hat. Das heißt, über diesen Rahmenvertrag sollten dann andere Bereiche die Software, wenn sie sie wollen, kaufen können. Sehr schnell im Projekt wurde die Vorgehensweise mit dem Projektteam abgestimmt. Es gab Arbeitspakete für dieses Teilprojekt, wo auch ein hochrangiger Fachexperte dabei war, der eben spezialisiert auf diese Art von Software und Rahmenverträge ist. Er hat seine Vorgehensweise dargelegt, hat die Arbeitspakete für sich selber definiert und auch den zeitlichen Aspekt, das heißt, bis wann er was erledigt haben möchte. Unterm Strich war es so, er hat zur Aussage gegeben, innerhalb der nächsten 3 Wochen kann er alle Informationen bereitstellen, die das Teilprojekt Rahmenvertrag benötigt, um weiter vorgehen zu können. Nach 2 Monaten ist es dem Projektleiter, meinem Coaching-Kunden, natürlich ein bisschen spanisch vorgekommen, da er immer noch nicht von diesem Fachexperten alle Informationen bekommen hatte. Immer wieder in den Regelmeetings hatte der Fachexperte leider den Termin, wann er selber abliefern wollte, nach hinten geschoben. Und genau hier bin ich zu Rate gezogen worden, um das Projekt meinen Coaching-Kunden zu unterstützen. 3 Schritte. Erkennen, entschlüsseln, lösen. Und genau da springe ich gleich mitten rein, das Erkennen von Symptomen. In dem Teilprojekt hat dieser Fachexperte sukzessive seine Arbeitsergebnisse nach hinten geschoben. Das heißt, immer wenn etwas fällig wurde, gab es Schwierigkeiten, Probleme und er hat das Datum nach hinten geschoben. Ursprünglich wollte er nach 3 Wochen fertig sein. Auf einmal war er nach 2 Monaten noch nicht fertig. War für den Projektleiter noch nicht so dramatisch, denn er war immer noch nicht auf dem kritischen Pfad. Kritischer Pfad heißt, wenn die Aufgabe auf dem kritischen Pfad liegt und sich verschiebt, dann verschiebt sich nicht nur die Aufgabe, sondern auch das Projektende. Da war er aber noch nicht. Aber noch 1 Monat Verzug, also 3 Monate, dann wird er auf dem kritischen Pfad liegen. Und genau so weit ist es auch gekommen. Eine zweite Auffälligkeit war, dass obwohl dieser Fachexperte in allen Meetings regelmäßig dabei war, in den Arbeitsmeetings regelmäßig dabei war, bei den Offsite-Meetings regelmäßig dabei war, hat er dann in einem Projektteam-Meeting bei versammelter Mannschaft laut und deutlich gesagt, dass er nie versprochen hat, diese Arbeitsergebnisse auch wirklich zu liefern. Es hat niemand verstanden, ich muss zugeben, ich auch nicht, aber es war eine klare Aussage, er hat sich von dem distanziert, was man von ihm erwartet hat. Was er ja eigentlich seit 2,5 Monaten auch versprochen hat.
Das dritte Symptom, sehr, sehr markant, war, dass dann nach 3 Monaten, wo seine Arbeitsergebnisse das Projekt wesentlich beeinflussen, er lag auf einmal auf einem kritischen Pfad, hat er nichts daran gesetzt, um eine Eskalation zu verhindern. Ja, schauen Sie sich das Bild hier unten an. Sie sehen, eine Person zieht in die andere Richtung. Man hat wirklich den Eindruck gehabt, er hat es förmlich drauf angelegt, eine Eskalation auszulösen. Und das, obwohl bis auf ihn alle in die gleiche Richtung gezogen haben. Das Fundament des Projektes war hervorragend. Die Erfolgsaussichten waren sehr gut. Aber aus irgendeinem Grund hat diese Person nicht zugeliefert. Er wusste ganz genau, das Teilprojekt wird nicht ankommen ohne sein Zutun und eine Eskalation, er hat sie beinahe heraufbeschworen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2, der Ursachenanalyse, das Entschlüsseln. Wir haben die Symptome genommen, es gab noch ein paar mehr, haben die in unsere Checkliste mit eingefügt, Bruchstrich gezogen und siehe da, wir haben die Ursache erkannt. Wir haben verstanden, warum er sich so verhält. Ich muss dazu sagen, es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Ursachenanalyse. Am Ende eines Lenkungsausschuss-Meetings ist ein Kommentar gefallen vom Projektsponsor. Und dieser Kommentar war, man hat besprochen, wie es eben zeitlich aussieht, gerade in diesem Teilprojekt Rahmenvertrag. Und hier wurde dann vom Projektsponsor gesagt, dass dieser Fachexperte vor nicht allzu langer Zeit ein sehr ähnliches Projekt hatte, was aber nie am Ziel angekommen ist. Das war für uns der Auslöser, hier nochmal die Ursachenanalyse zu präzisieren und wir haben einige Sachen festgestellt. Das, was der Projektsponsor gesagt hat, war richtig. Wir haben weiterhin gesehen, erkannt, dass der Projektsponsor vor nicht allzu langer Zeit der Mitarbeiter von diesem Fachexperten war. Der Fachexperte war Abteilungsbereichsleiter, was er heute nicht mehr ist. Die Ursache war im Persönlichen zu suchen, dass es hier eine große Diskrepanz zwischen diesem Fachexperten und dem Projektsponsor gab. Diese persönliche Diskrepanz muss sehr, sehr stark und tief gewesen sein. Und genau das können wir im Projekt so nicht lösen. Das heißt, klare Aussage, Bridging for Motivation als Projektsteuerungsmethode wird im Arbeitsumfeld eingesetzt. Wenn es hier persönliche Gründe gibt, eine Vendetta zwischen zwei Personen, die auf persönlicher Ebene abläuft, dann können wir hier nicht eingreifen. Wir müssen eine andere Lösung finden. Da komme ich zu Lösungen. Die Ursache individuell festlegen. Also wie gesagt, wir können an der persönlichen Einstellung zwischen diesen beiden Personen können wir nichts verändern. Dazu haben wir weder die Zeit, noch ist die Methodik dafür geeignet, denn wie gesagt, es geht hier um das Arbeitsumfeld, um Projekte und keine persönlichen Schwierigkeiten zwischen zwei Menschen. Was wir gemacht haben, wir sind hergegangen und haben das Teilprojekt Rahmenvertrag als sogenanntes Sekundärziel definiert. Über Primär- und Sekundärziele, über generell Zielsetzung spreche ich in meinem Kurs Projekt statt Turbo, wo ich genau erkläre, warum, wieso, weshalb. In der Kürze einfach erklärt, Primärziele müssen zwingend erreicht werden, ansonsten ist das Projekt gescheitert. Sekundärziele können, sollten erreicht werden, allerdings wenn sie etwas später erreicht werden, spielt das keine tragende Rolle, das Projektziel ist dennoch erfüllt worden. Das heißt, wir sind hergegangen und haben den Rahmenvertrag in Phase 2 geschoben. Das Ganze wurde dem Steering, dem Lenkungsausschuss natürlich auch präsentiert und hier wurde dann auch von dem Bereichsleiter Zentraleinkauf in Zusammenarbeit auch mit dem Sponsor wurde hier gemeinschaftlich beschlossen, ja, das macht Sinn, wir legen den Rahmenvertrag wegen, egal warum, in Phase 2. Und genau, da komme ich zum Ergebnis. Das Ergebnis war, dass die Software für den Bereich, für den sie als erstes gedacht war, auch richtig eingeführt wurde. Das heißt, hier wurde das Primärziel erreicht. Das Projekt war ein Erfolg.
Phase 2, Erreichung des Sekundärziels eines Rahmenvertrags, wurde danach gestartet. Mein Coaching-Kunde war mit der Lösung natürlich hervorragend aus dem Schneider und konnte sein Projekt erfolgreich abliefern. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, denn es war wirklich eine Herausforderung, hier einen Arbeitsmodus am Ende zu schaffen, dass das Projekt so gut noch über die Bühne ging. Ja, ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Hatten Sie eine ähnliche Situation? Wenn ja, schreiben Sie mir, bin neugierig. Was haben Sie gemacht? Was ist passiert? Sind Sie neugierig auf mehr? Sie haben Fragen, Anregungen? Interessiert an mehr Tipps? Und an Praxisbeispielen? Na, seien Sie neugierig. Schauen Sie einfach regelmäßig auf meinem Blog vorbei. www.drmartinmoss.com. Ich freue mich, Ihr Dr. Martin Moss.